Oh, oh. Haben wir da? Ah, geht denn die Bremse? Noch nicht. Oha. Haben wir denn da? Oh, oh, okay, okay, okay. Warte mal kurz ein bisschen. Das ist, glaube ich, ein roter, oder? Ein großer. Das ist eine Seeforelle? Eine Seewahn. Oha, das ist, glaube ich, eine größere. Na, da gucken wir mal. Oh, die sieht wirklich groß aus. Oha. Oha. 8,36. Oh. Alter, die hat ja gar nicht gekämpft. Ja, ab 9 Kilo ist, glaube ich, Seewahn-Trophy. Alter Schwede. Schönes Ding. Schönes Ding. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Russian Fishing 4 mit dem Underwaterfing. Wir wollen heute nochmal die Stelle, die ich euch im letzten Video gezeigt habe mit Crankbait, geht auch wirklich sehr, sehr gut mit den Wobblern hier. Also mit den Funky Minnows. Zum Beispiel der gelbe, der silberne und der lila-blaue. Könnt ihr sehr gut damit angeln, das wollte ich euch nochmal zeigen. Ich habe jetzt hier gerade den 001 drauf, den Blast Funky Minnow S11001. Und wie gesagt, da könnt ihr 002, 003 und 004 nehmen. Und wir gehen jetzt nochmal zu der gleichen Stelle. Habt ihr jetzt echt super Silber verdient. Ja, ich wollte euch das halt einmal nochmal zeigen, dass es halt auch ohne Crankbait geht. Weil, ja, ich denke mal, viele von euch werden diese Crankbaits noch gar nicht haben. Deswegen nochmal als, ja, als Möglichkeit Nummer 2. Und man muss auch nicht immer über das linke Schilf rüberwerfen. Wir haben jetzt halt viel auch einfach in der Mitte geangelt. Dann hat auch mal ein Kowalski gebissen ab und zu oder rechts drüber. Und ja, das wollte ich euch nochmal zeigen. Gehen wir nochmal hin. Wieder genau die gleiche Stelle, also 71, 102. Dann zeige ich euch mal, dass das mit Wobbler genauso geht, also mit Funky Minnows. So, dann fangen wir einfach mal an. Ich würde sagen, erstmal einfach mittig raus, volle Kanne. 1-0 Geschwindigkeit habe ich jetzt 14. Und dann einfach durchtwitchen. Dann zeige ich euch mal die drei Stellen, wo ich jetzt immer hinwerfe. Wie gesagt, wenn mit einem Funky Minnow nichts geht, wechselt einfach die Farbe. Nimmt einfach eine andere Farbe von 001 bis 004, die gehen alle ganz gut. Alles einmal durchwerfen. Und wie gesagt, kurz immer hier vorne ein bisschen kurz liegen lassen. Weil manchmal kommen die dann wirklich irgendwie aus der Tiefe oder von rechts oder von links. Jetzt schmeißen wir einmal nochmal nach rechts. Einfach hier in das Schilf rein. Auch oftmals große Hechte hier. Ich wollte das halt bloß nochmal so schnell wie möglich zeigen, auch wenn sich die Folgen jetzt so ein bisschen ähneln. Aber dass es halt wirklich sehr, sehr gut geht. Oh, oh, da geht's schon los. Da geht's schon los. Da haben wir, glaube ich, ein... Das... Forelle oder ein Hecht, eins von beiden. Ja, ist ein Hecht. Ja, jetzt macht er ein bisschen Radau hier. Müssen wir mal gucken mit den Quests. Manchmal gibt es hier auch diese Hecht-Quest mit zwei Fische über 5,5 Kilo. Dann kriegt ihr auch schon 90 Silber knapp, also 87, noch was. Wenn ihr zwei über 5,5 Kilo abgebt, müsst ihr halt immer mal schauen, ob die Quest verfügbar ist, weil das lohnt sich dann nochmal richtig. Schon mal der erste Hecht gebissen. Ja, und dann auch einmal noch mal nach links rüber. Und diese drei Spots, die gehen halt sehr gut. Wie gesagt, da könnt ihr direkt ab um 4 anfangen. Und so bis kurz nach 0 Uhr. Dazwischen ist dann ein bisschen weniger los. Ich meine, es kann immer mal sein, dass auch um 1 Uhr noch einer beißt, aber es ist recht selten. Ich habe jetzt halt Einholgeschwindigkeit hier mit der Multirolle auf 14. Wenn ihr das mit der Gold oder mit der Sable macht, geht ihr am besten auf 12 oder so. Zum Beispiel, das geht ganz gut. Oh, jetzt schmeißen wir einmal nochmal nach links und dann wechseln wir gleich nochmal die Farbe. Die Wobbler könnt ihr, glaube ich, ab 35%, wenn ich mich jetzt recht erinnere, nutzen.
35% Spinning und dann könnt ihr die hier im Shop oder ihr kauft die halt dann online sehen, ist ein bisschen billiger denn. Am 16 ist ja immer alles, ist ja alles am teuersten. Wechseln wir mal die Farbe. Mal hier den silbernen. Einfach mal mittig raus. Also die Forski beißen meist momentan nach dem Server-Neustart jetzt hier mittig. Also links und rechts habt ihr eigentlich so gut keine Korskis. Mehr so, wenn ihr hier in die Mitte raushaut. Da beißen die dann mal ab und zu. Ist aber recht selten. Also die Korski sind ja Mangelware, sag ich mal, hier hinten. Aber vielleicht ändert sich das ja nochmal. Ja, wenn die Fische wieder ein bisschen migriert sind. Vielleicht sind dann hier wieder ein paar mehr Korski gefangen. Manchmal ist auch so ein bisschen Flautephase, muss man halt immer mal schauen. Beißt halt nicht durchgehend hier. Oh, einmal schön rein da ein Schilf. Braucht ihr auch keine Angst haben, Hänge habt ihr hier nicht. Bei diesen Schilfstellen hier. Mit dem Silbernen geht es jetzt gerade nicht so gut. Weiß mal einmal nochmal nach links. Dann wechsle ich mal auf Blau oder Lila. 004er. Guck da nochmal, ob da was geht. Ah, hier müsst ihr immer mal so ein bisschen die Köder durchwechseln. Findest du auch gerade so bei Sonne so gegen 16, 17 Uhr. Da geht es auch immer richtig gut. So, ich nehme mal den blauen. Müsst ihr halt auch ab und zu mal gucken auf den Köderverschleiß, weil die Hechte hier, die nutzen die Köder ganz gut ab. Also spätestens, wenn der Balken halt vom Grün auf Gelb geht, dann solltet ihr auf jeden Fall den Köder wechseln, weil wenn der Köder so doll verschlissen ist, dass er im gelben Bereich ist, kann das auch mal passieren, wenn ihr einen schweren Fisch drauf habt, dass dann ja, der Köder kaputt geht, der Fisch dann weg ist. Ich würde sagen, ich schneide sonst noch mal rein, wenn hier wieder ein bisschen Aktivität ist. Einmal schmeißen wir noch kurz. Haben wir wieder was? Ein Hecht da. Ich schneide uns gleich wieder rein. Bis gleich. Ja, da kam gerade noch mal eine angeschwommen, kleiner Hecht.
sind ja auch schon mehrere Trophy-Hechte gefangen worden. Mit Spinning. Wir müssen mal wieder die Farbe wechseln hier. Oh, was haben wir hier? Oh, oh, oh. Aber was Gutes, glaube ich. Ah, der ist nicht schlecht. Anholen hier. Wieder ein Hecht. Nee, das ist eine Seeforelle, ne? Oh, Seeforelle 4,5. Sehr schön. Mitte. So, dann wechseln wir mal die Farbe, nehmen wir nochmal den roten hier. Ihr könnt ja auch nebenbei mal eure Grundrouten aufstellen. Kann man hier mit Mistkäfer sehr gut fangen. Grille geht wohl auch ganz gut. Oder wenn ihr auf Karausch und Giebel aus seid, könnt ihr auch Brotteig nehmen. Weißbrotteig. Oder probiert mal mit den Boilies auf Karpfen oder auch Kartoffel. Geht auch gut auf Karpfen. Kartoffel beißen auch ab und zu mal die Karausch und die Giebel. Könnt ihr nebenbei eure beiden Grundrouten noch ausstellen. Ja, das geht auch sehr gut. Na, jetzt nimmt der Wind wieder ein bisschen zu. Fünf Fische bisher.
Oh, oh, oh. Na, was bitte Großes, sagen wir mal. Anholen. So, was haben wir hier? Mal ein Hecht. Kleine, glaube ich. Eine Seeforelle, ne? Ich werde jetzt auf jeden Fall mal bis kurz nach 0 Uhr durchangeln und dann gehen wir auf jeden Fall nochmal verkaufen. Gucken mal, was wir denn so an Geld verdient haben. Wie gesagt, die eine Hechtquest, die ist, habe ich leider schon erfüllt. So, bis um 12 machen wir noch, dann gebe ich hier erstmal ab. Bisher haben wir 24 Fische jetzt in anderthalb Tagen, ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Aber ich denke mal, die anderen Tage, die waren ja wirklich. Oh, da ist was weggeschwommen. Die anderen Tage waren ja wirklich sehr, sehr gut. Und wie gesagt, probiert das selber mal ein bisschen aus. Seht ihr hier schon im Chat, wird auf jeden Fall einiges gefangen und die angeln hier auch alle mit den Funky Minnows. Einige angeln halt mit den Floatern, mit den F11. Und viele angeln hier mit S11. Einfach mal probieren. Ich glaube, bis um 12 machen wir noch. Dann ist hier, glaube ich, auch ein bisschen ruhiger wieder. Na, eine schöne Seewarmforelle haben wir auf jeden Fall. Ein, zwei gute Hechte. Ein Seesaibling gerade noch gefangen. Da kommt auch schon wieder was hier. So was Kleines. Schmeißen wir gleich nochmal hier in die rechte Ecke rein. Wie gesagt, vielleicht gehen andere Farben bei euch vielleicht auch besser. Müsst ihr halt einfach mal probieren, was bei euch am besten läuft. Und bei mir gehen halt die 001 bis 004 halt sehr, sehr gut. Oder halt auch die Crankbaits in dem anderen Video, die gingen auch sehr gut. Ja, vielleicht habt ihr noch ganz andere Köder, die bei euch gut laufen. Einfach mal probieren. Kann ich heute nur den Tipp geben, diese drei Richtungen immer mal so ein bisschen abzufächern. Vom Boot aus geht das leider nicht so gut. Also die drei Richtungen sind halt wirklich hier vom Ufer aus am besten. Weil der Sticky, der stand gestern zum Beispiel hier ein paar Meter weg vom Boot aus und hat dann quasi hierhin geangelt und hat lange nicht so viele Fische gefangen, wie wir jetzt hier vom Ufer aus. Bisschen Geduld müsst ihr auf jeden Fall mitbringen, aber wenn ihr hier wirklich so zwei, drei Tage durchweg angelt, solltet ihr schon ganz gut selber verdienen. Ja, Chief Engineer 4,4. Hier der Mighty Panda, der angelt zum Beispiel hier auch mit Boilie, mit Grundangel nebenbei und holt da mal nebenbei ein paar Karpfen raus. Die sollen ja hier auch sehr schwer werden, weil es gibt hier eine Quest, die geht ab 22,5 Kilo los. Also die Karpfen, oh, Karpfen sollen hier wirklich richtig schwer werden. Also ja, wurden zwar noch nicht so große gefangen, aber wenn die Quest das schon so zeigt, sollten die schon ziemlich schwer sein. Jetzt haben wir noch mal einen schönen hier. Sehen, was das ist, ob das ein Hecht ist oder. Oha, der dreht da richtig durch hier. Rausholen. A2,2. Ob wir noch mal einen schönen Biss kriegen hier.
Was halt ja auch sehr gut laufen soll, ist halt bewölkt. Mit den Funky Minnows. Regen geht so, ja, so mittelmäßig. Und ja, aber wie gesagt, müsst ihr mal ein bisschen probieren, hier mal die unterschiedlichen Zeiten und Wetterbedingungen, was bei euch gut läuft. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal verkaufen. Einen Auswurf mache ich noch, aber danach gehen wir auf jeden Fall verkaufen. Dann gucken wir mal, was wir hier für die Seebahnforelle kriegen. Schade, dass halt kein Trophy ist. Gewässerrekord ist es noch gewesen, aber kein Trophy. Ab 9 Kilo werden die ja Trophy. Haben wir jetzt nichts richtig Großes, also außer die Seebahnforelle, aber ansonsten hatten wir jetzt von den Hechten nicht so groß. Wollten heute nicht so. So, gut, dann würde ich sagen, an der Stelle gehen wir mal zum Shop. Jetzt 29 Fische in ungefähr anderthalb Tagen. Aber wie gesagt, wollte ich heute einfach nur mal zeigen, dass es halt auch ohne Crankbait geht. Ja, ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr Montag wieder hier alle auf Twitch einschaltet. Und da bin ich wieder live. Vielleicht auch ein bisschen Aal angeln am 12. Ansonsten, wenn der Spot hier noch geht, am Kristallsee auch ein bisschen am Kristallsee. Hier hätten wir jetzt die Seebahnforelle abgeben können, wenn die jetzt 9 Kilo gewesen wäre. 8,3 ist ja meine. Also das wäre natürlich nice gewesen. Ansonsten können wir hier leider nichts weiter an Quests abgeben. Mal gucken, was die Seebahnforelle hier bringt. Ja, 49 Silber. Sehr, sehr gut. Notieren wir das jetzt mal hier. Also insgesamt verdient haben wir jetzt 125. Ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber wie gesagt, die anderen Tage, die liefen da wirklich sehr, sehr gut. Na. 16 Silber und dann noch. Ja, und den Rest können wir dann wieder Fischfilet verarbeiten. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Einschalten und dann auf jeden Fall bis zur nächsten Folge. Euer Waterfang. Tschüss.